Ui! Was ist das für ein Viech? Boah. Mach mal lieber die hier erst mit fertig. Wo wir hier verrecken. Toll. Der Angriff ging jetzt natürlich genau auf den Falschen. Habe ich eigentlich... Ich habe kein Gegengift, ne? Pass mal auf. War das die einzige Säule? Ja, leider. Sehr schön, nice. Bin aber auch noch vergiftet. Jetzt nicht mehr. Au. Mann, sind das viele. Chor, machst du mal weiter, bitte? Oder mache ich das hier alleine irgendwie so nebenbei? Meine Güte, ey. So, hier lag nichts mehr. So, zur nächsten Prüfung begeben, ne? Toll. Super Trank. Na denn, auf! Ich frage mich, wie viel es solche Prüfungen gibt, bis wir bei Gilgamesh sind.
Der Schild des Königs darf sich nie täuschen lassen und nie sein wahres Selbst vergessen. Das habe ich nicht vor. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Königsfeder, nice. Na, ich bin gespannt. Okay. Zaudere nicht vor einem großen Feind. Hui. Sieh doch! Toll, wie soll ich denn das jetzt machen? Ah ja, stimmt. Da war ja was. Nice, schön geblockt. Oh. Bitte, jetzt habe ich das. Uff. Der gerade daneben geschlagen. Komm schon. Sehr schön. Na? Das war's. Jawohl. Jawohl. Achso, das ist schon das Dingens.
Kein Item weiter. Nö, ne? Okay. Du bist bereit für die letzte Prüfung. Ah ja, okay. Sehr schön. Gute Arbeit. Du hast alle Techniken erlernt. Aber die wahre Prüfung steht mir noch bevor. Ja, diese Seelen sind nichts im Vergleich zum Schwertmeister. Mach dich auf alles gefasst. Aha, okay. Ziemlich geschafft. Na dann rasten wir nochmal. Muss bei vollen Kräften sein. Speichern nochmal ab. Duell auf der großen Brücke, okay. Was ging damals in Ihrem Kopf vor, als Sie das erste Mal hier waren? Willst du es wirklich wissen? Ja, sonst hätte ich ja nicht gefragt. Sie waren damals weitaus jünger als ich. Ja, ich war nicht mehr als ein überhebliches Kind. Ich war stur und habe auf niemanden gehört. Und nur weil ich so stur war, habe ich es zum Schwertmeister geschafft. Doch erreicht habe ich nichts. Bei meiner Rückkehr nannte man mich den Unsterblichen. Der Name erinnert mich jedes Mal daran, dass ich damals versagt habe. Verstehe. Aber Sie sind trotzdem der Einzige, der es je lebend zurückgeschafft hat. Dafür bewundere ich Sie. Gehen wir. Naja, hoffen wir mal, dass wir auch lebend zurückkommen, ne? Das wäre vielleicht ganz praktisch. Nein. Ganz im Gegenteil. Der Krieger, der dich begleitet, er war der Letzte. Er hörte nicht auf uns. Er verschloss sich unseren Stimmen, unserem Klagen. Er blickte nur nach vorne und ignorierte unsere Warnungen. Er war noch nicht bereit und so verbannte ihn der Meister von diesem Ort. Meinst du wirklich, dass du die Stärke besitzt, die ihm damals fehlte? Wenn du nicht hättest, was es braucht, wärst du schon längst aufgehalten worden. Ja, denke ich auch, ne? Wenn wir so schlecht wären. Klarus hätte dich aufgehalten, auch mir, stellte er sich damals in den Weg. Mein Vater? Dass ein Schild für etwas anderes als seinen König stirbt, ist ein unverzeihliches Vergehen. Er sagte mir, dass ich mein Leben verschwende. Seine Worte verfolgten mich. An der Schwelle zum Tod halten sie in meinem Kopf wieder. Ich halte dich nicht auf, aber du handelst verantwortungslos. Du bist genau wie ich damals. Denk daran, sobald du diese Schwelle überschritten hast, bist du auf dich gestellt. Stirbst du, wird die Höhle dein Grab. Ich weiß. Ich werde Sie nicht enttäuschen, General.
Das hoffe ich. Gladiolus.